Hi, ich bin's, wer sonst? Kennt ihr das? Ihr hättet gerne neue, funkelnde Sneaker, würdet gerne richtig stylisch aussehen, könnt euch allerdings weder Yeezys, noch Adidas Boost, noch Jordans leisten und seid einfach richtig arme Schlucker, dann seid ihr hier genau richtig. Halt, stopp, warte mal. Eine Frage. Du machst jetzt Lifestyle-YouTube-Videos? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf einmal zum Lifestyle-YouTuber mutiere. Aber Sneaker mochte ich schon immer und weil ich genau dasselbe Problem habe wie du, habe ich gedacht, mache ich dieses Video und zeige euch 5 Sneaker für unter 100 Euro. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los, oder? Den ersten Sneaker, den ich euch zeige, ist ein Adidas ZX Flux. Den ZX Flux gibt es in allen möglichen verschiedenen Farbkombinationen. Runner-Silhouetten sind ja sowieso im Moment total im Trend. Und mit dem Schuh habt ihr dann sogar noch ein richtiges Schnäppchen gemacht. In meinem Colorway, den ich hier in meiner Hand halte, findet ihr zum Beispiel den Schuh bei Otto oder Zalando für nur 60 Euro. Außerdem ist der Schuh extremst komfortabel. Allerdings muss ich sagen, wenn ihr euch selbst eine eigene Einlage reinlegt, macht es den Schuh sogar noch komfortabler, als er eigentlich schon ist. Als nächstes habe ich hier ein Vans Old School Light Plus für euch. Die Old School Vans, die gibt es schon ewig, aber was heißt Light Plus? Light Plus heißt ganz einfach, dass der Schuh verdammt leicht ist. Ich habe mir den Schuh bei Tito's gekauft, den gibt es mittlerweile allerdings auch 10 Euro billiger, zum Beispiel im Frontline Shop. Und wie ich finde, kann man mit dem Schuh eigentlich nichts falsch machen. Vans waren schon immer trendy Schuhe. Es ist einfach schwarz-weiß, kann man mit allem kombinieren und für das Geld ein richtig guter Pickup. Der dritte Schuh ist ein Schuh, den mag nicht unbedingt jeder. Und ganz ehrlich, vor anderthalb Jahren hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich mir jemals so einen Schuh kaufen würde. Aber Zeiten und Styles ändern sich. Auf jeden Fall habe ich hier einen New Balance 850. Wie gesagt, wenn man nicht unbedingt auf New Balance steht, dann ist es vielleicht nicht euer Schuh, aber es kann ja Leute von euch geben, die die trotzdem mögen. Für 50 Euro war der Schuh auf jeden Fall ein richtig guter und günstiger Pickup. Für so manche New Balance Schuhe zahlst du bis zu, was weiß ich, 130 Euro. Und ich habe auf jeden Fall keine 130 Euro für einen Sneaker, aber 50 gehen klar. Den Schuh gibt es natürlich in verschiedenen Colorways und ihr findet den online zwischen 50 und 99 Euro. Also hart an der Grenze. Aber gut, kommen wir zurück zu Adidas und da habe ich für euch einen Adidas Tubular Runner. Der Schuh hat natürlich auch wieder eine Runner-Silhouette, was Sinn macht, weil im Namen kommt ja Runner vor. Ich habe den Schuh zufällig bei Footlocker im Angebot gesehen und sie hatten ihn noch in meiner Größe da. Deswegen habe ich mir den gekauft. Ich habe, glaube ich, was habe ich bezahlt? Ich glaube, ich habe 70 Euro für den Schuh bezahlt. Es geht aber allerdings auch billiger und zwar bei Adidas auf der Seite findet ihr den Schuh zum Beispiel auch einfach in komplett schwarz zwischen 55 und 80 Euro. Der letzte Schuh, den ich euch zeige, ist ein Schuh, der gehypt war. Und zwar am besten in komplett weiß. Ein paar von euch haben es jetzt vielleicht schon erraten. Es geht um den Nike Air Force One 07. Air Force Ones sind einfach Klassiker, die man immer noch anziehen kann. Es gibt tausende Colorways. Für meinen, den All Black, habe ich mehr als 100 Euro bezahlt. Aber daher, dass es so viele verschiedene gibt, gibt es natürlich auch Varianten, die billiger sind und die man auch für unter 100 Euro findet. Außerdem, wenn ihr euch für die Low-Variante entscheidet, die ungefähr so bis hier geht, kommt ihr immer noch mal ein bisschen billiger eigentlich. Weil weniger Materialkosten und so, du weißt. Ich auf jeden Fall liebe Air Force Ones, war auch für die längste Zeit mein Lieblingssneaker. Mein Opa, rest in peace, hat mir meinen allerersten Air Force One gekauft. Der war weiß und das Nike-Zeichen war schwarz. Und da habe ich mich in die Schuhe einfach ein bisschen verguckt. Auf jeden Fall, jetzt wo es auch draußen ein bisschen kühler wird, ist es ein guter Schuh, in dem man auch nicht so schnell kalte Füße bekommt, wie ich finde. Dann hoffe ich, dass ich ein paar von euch vielleicht mit diesem Video weiterhelfen konnte. Natürlich sind diese Schuhe nicht die neuesten Releases, nicht unbedingt krass gehypt, aber ich denke, mit diesen Kicks kann man trotzdem nichts falsch machen. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ist ja alles gut. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, haut rein. Uah!